einer Welt, in der Klischees und Vorurteile an der Tagesordnung sind. In einer Welt, in der jedermann handwerklich begabt sein muss. In einer Welt, in der jedermann sportlich aktiv sein sollte. In einer Welt, in der ein Mann nicht die ganze Zeit Videospiele spielen sollte. In einer Welt, in der der Mann das starke Geschlecht ist. In dieser Welt gibt es jemanden, der Widerstand leistet. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Kuchen in meinem Leben. Wir werden heute einen Darth Vader Kuchen backen. Oh ja, die Backform habe ich zum Geburtstag bekommen von 4 Arbeitskollegen, die ich natürlich hier erwähnen muss. Vielen Dank Tommy, Jana, Hannah, Jenny. Richtig geiles Teil, wir werden es heute einweihen. Wir backen einen Schokokuchen, also einen sehr flüssigen Kuchen, den man gut hier überall reinfüllen kann, damit auch alles schön verläuft und so weiter und so fort. Für diesen Schokokuchen brauchen wir folgende Zutaten. Ein Vanillezucker, ein Päckchen, wie heißt es, Backpulver, Mehl, Schokoklausur, für hinterher zum Kuchen machen, 125 ml Wasser, 10 Gramm Kakaopulver, 180 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Schmand, 100 Gramm von dieser schönen Vollmilchschokolade und zu guter Letzt noch etwas Butter, womit wir dann nachher auch die Backform noch einfetten werden. Das kommt dann auch in den Topf. Okay, würde ich sagen, legen wir los, oder? Okay, im Topf haben wir jetzt schon die Butter, delicious, die Schokolade und natürlich das Kakaopulver. Sieht strong aus, ich weiß. Hätte ich jetzt schon Lust reinzubeißen. Dazu kommt jetzt noch 125 ml Wasser. Oh yeah. Das ist geil, so richtig sauer reinmachen. Dann kommt dazu der Vanillezucker. Dann kommt dazu ein Esslöffel Schmand. Richtig großen Esslöffel, oder? Würde ich sagen. Und dann natürlich noch das Wichtigste, 180 Gramm Zucker. Strong! Alter, so viel Zucker, das ist verrückt. Genau, und dann sieht das Ganze so aus. Vielleicht mit dem Löffel ein bisschen umrühren. Genau, und dann muss man das Ganze erhitzen auf leichter Wärme. Also drehen wir das Ganze mal. Ich weiß nicht. 3, auf 4, 4 ist enorm, wie geht ab. Und dann warten wir, bis das Ganze schmilzt, bis sich der Shit mal vom Löffel löst. Leute, wir haben jetzt hier eine richtig schöne Schokosoße quasi. Die muss jetzt 15 bis 20 Minuten abkühlen. Deshalb mache ich mal den Schneebesen hier raus. Und schön das Ganze um.
Schlüssel mir ausgeliehen habe, weil ich keine eigene Schlüssel habe. Bis 20 Minuten während es abkühlt, gehen wir schon mal hin und mischen hier das Bakin in das Mehl. Das müssen wir nämlich nachher langsam dann da runterrühren. Die Masse ist abgekühlt. Ich zeige es gerade mal hier. Strong, schöne Masse. Wir werden jetzt als nächstes die Backform einfetten, weil das jetzt nämlich alles ziemlich schnell gehen wird. Dazu nehme ich hier die Butter und weil ich keinen Pinsel habe, wie die Profi-Hausfrauen, nehme ich hier richtig strong so Zebra-Tücher und damit schleime ich jetzt hier schön an der Butter rum, so richtig schön Schleim. Und dann nehme ich die Backform und dann schleime ich da drin rum. So richtig schön. Ich denke, das muss reichen. Als nächstes nehmen wir das Ei, das wir am Anfang vergessen haben zu erwähnen, und schlagen das auf, machen es dann in die Pamplemousse hier rein und dann gerührt. Als nächstes gehen wir hin und nehmen unser Mehl zusammen mit dem Bakin, was wir vorher vorbereitet haben, und werden das jetzt auch esslöffelweise quasi reinmachen und runterrühren. Damit haben wir alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Und wir gießen den ganzen Brei in unsere Darth Vader Backform. Wenn das mal nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Und dann nehmen wir unsere Darth Vader Backform und stellen sie in den vorgeheizten Backofen auf Ober-Unterhitze 7 Grad, 175 Grad für 40 bis 50 Minuten. Boah, ist das heiß. Da bleibt sie drin, dreiviertel Stunde. Der Kuchen ist noch im Ofen. Vielleicht können wir ihn gerade mal kurz zeigen, lieber Kameramann. Er ist schon mächtig aufgegangen, wie ihr seht. Sieht aus, als würde bald überquillen und alles explodieren. Während er jetzt da drin ist, kümmern wir uns schon mal um die Vollmilch-Schoko-Glasur, um sie zu erhitzen, beziehungsweise um sie flüssig zu kriegen. Im Moment ist er nämlich hart. Habe ich hier einfach einen Topf vorbereitet mit heißem Wasser.
Und in diesem Wasserbad werden wir es jetzt einfach ein bisschen warm machen. Ich mache vorher schon mal den Deckel runter, damit wir das hier umrühren können. Oh Gott, sieht das geil aus. Hier kann man zwei gekauft. Und dann lassen wir sie einfach hier im Wasserbad schwimmen. Beziehungsweise, ich glaube, sie stehen sogar. Der Herd steht auf 2, wird also leicht erhitzt. Und wir gucken uns gleich mal, was passiert. Der Kuchen ist fertig, glaube ich zumindest. Keine Garantie. Deshalb werden wir ihn jetzt rausholen. What the fuck? Alter! Was ist das für ein Scheiß? LOL! Der Kuchen ist fertig, glaube ich zumindest, keine Garantie. Deshalb werden wir ihn jetzt rausholen und wir versuchen ihn auf dieses Backblech zu stürzen. Und ich hoffe, dass ich vorher genug eingefettet habe und dass er rauskommt. Machen wir erstmal den Kuchen hier raus. So sieht er aus. Okay, dann ziehe ich mir mal meine Handschuhe an. Ah, yeah! Ich habe sogar 2 davon. Like a Noob. Der Name ist der Krebs. Oder eben nach Haus. Strong. Sieht aus, als wäre er außenrum fertig, aber in der Mitte hätte er irgendwie noch so, wäre noch so ein Dreieck. Also gucken wir einfach mal. Drehen jetzt einfach mal um, mal schauen, was passiert. Oh, da fällt er. Oh nein, scheiße. Und so sieht er aus, wenn ich mit ihm fertig bin. Er hat sich nicht ganz abgelöst, so wie es aussieht. Habe ich da wohl doch zu wenig eingefettet oder war er einfach noch nicht fertig? Wir haben Darth Vader getötet! Nein! Völliger Fail! Scheiße!